Das Mindset der Gesellschaft hat sich in den letzten 2 bis 3 Jahren sehr stark geändert. Es wird immer stärker danach geschaut, wie innovativ und nachhaltig die Unternehmen sind. Und es wird auch verstanden, dass Nachhaltigkeit und Rendite kein Widerspruch sind. Startups und junge Unternehmen sind sehr, sehr wichtig, denn sie geben unserer Wirtschaft einen Innovationsschub. Gerade für die wichtigen Themen der Gesellschaft wie Klimawandel oder auch Digitalisierung ist es wichtig, junge Unternehmen zu unterstützen, damit diese den Markt ein kleines bisschen aufmischen. 46% der grünen Startups nennen die Kapitalbeschaffung die größte Hürde, um sich weiterzuentwickeln. Und da kommen wir als OneProud ins Spiel, denn wir können diesen jungen Unternehmen und Startups auch eine Möglichkeit geben, dieses Kapital zu beschaffen. OneProud GmbH mit Sitz in Dresden ist ein führendes Unternehmen im Bereich Crowdinvesting. Mit unseren Marken Seedmatch, Econears und Mezzany bieten wir Investorinnen und Investoren bereits ab 250 Euro die Möglichkeit, in innovative Unternehmen, nachhaltige Produkte und Immobilien zu investieren. Neben einem attraktiven Renditepotenzial achten wir vor allem auf den Impact der Investments. Aktuell unterscheiden wir zwischen Wertpapierinvestments und Nachrangdarlehen. Bei den Nachrangdarlehen haben wir 2 vorherrschende Investmentmodelle. Zum einen das Seed Investment, wo man in junge, dynamische Startups investiert, die eben besonders hohe Renditepotenziale versprechen. Und dabei profitieren die Investierenden neben einer anfälligen Basisverzinsung von einer positiven Unternehmensentwicklung und werden am Erfolg beteiligt. Beim Venture Debt investiert man in etablierte Unternehmen, die aufgrund ihrer stabileren wirtschaftlichen Ausgangssituation den Investierenden von jährlich aktuell bis zu 10% Zinsen zahlen können. Auf der Wertpapierseite unterscheiden wir aktuell zwischen Anleihen und Aktien. Und vor allem Aktieninvestments sind besonders spannend für Investierende, weil sie sich so echt am Eigenkapital des Unternehmens beteiligen können, was der Wunsch vieler unserer Investierenden ist. Einmal gegründet ist natürlich die Kapitalbeschaffung eine der zentralen Herausforderungen für Gründende, der sie auch während verschiedener Entwicklungsphasen ihres Unternehmens hinweg immer wieder begegnen. Heutzutage zählt ja fast jedes zweite Unternehmen zur Green Economy, die einen häufigeren Kapitalbedarf haben als ihre nicht grünen Mitstreiter, allerdings auch weniger Kapital bekommen von Business Angels oder VCs. Sie haben es also etwas schwerer in der Finanzierung als andere Startups. In der heutigen Zeit, die doch geprägt ist von Herausforderungen, sind Innovation und neue Lösungen und Impulse unheimlich wichtig. Und genau da kommt Crowdinvesting ins Spiel, denn um diese innovativen Ideen auch am Markt platzieren zu können und überhaupt entwickeln zu können, brauchen natürlich Unternehmen Kapital. Crowdinvesting bietet da eben den Vorteil, dass es eine von Banken und Großinvestoren unabhängige Finanzierungsmethode ist. Und gleichzeitig hat Crowdinvesting aber auch das Potenzial, diese Innovationskraft, die eben von den Unternehmen ausgeht, in die breite Masse zu tragen. Weil durch die geringen Einstiegshürden ist es jeder Privatperson möglich, ein Stückchen weit mitzugestalten. Durch unser Angebot ermöglichen wir Investierenden, dass sie in verschiedene Unternehmen und Startups investieren können, die zu den eigenen Werten passen. Rendite und gutes Gewissen werden also miteinander kombiniert. Mit ihrem Investment erzielen Investierende einen echten Impact, da das Geld genau dort ankommt, wo es gebraucht wird. Nämlich bei Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell etwas bewirken wollen. Die Idee oder der Kerngedanke unseres Unternehmens war, ein Unternehmen aus der TU Dresden auszugründen, welches nicht nur rein technisch belastet ist, sondern als Mittel zum Wissenstransfer dienen kann, wo sich die Leute am Tisch bei einem guten Bier in der Stadt über wissenschaftliche Themen austauschen können und auch die Innovation und das Wissen in die Bevölkerung hineinzutragen, damit das auch etwas mehr an Interesse gewinnt. Wir hatten von vornherein schon geplant, ein Crowdfunding durchzuführen, weil es Teil unseres Gesamtfinanzierungskonzeptes war. Der Impact, den eine Crowdinvesting bringt, ist für uns auch sehr vorteilhaft. Wir sind ein Markenprodukt und damit haben wir am Ende nicht nur Geld
Finanzierungsmittel bekommen, sondern auch indirekt auch neue Kunden und auch Kunden, die uns verbreitern. Also am Ende sind das alles Vertriebler für unser Unternehmen. Und weiterhin konnten wir damit in diesem Kulturzentrum, wo wir uns gerade befinden, ja, die Bierkultur neu definieren. Wir arbeiten in einem Umfeld, wo wir eigentlich jeden Tag mit Gründerinnen und Gründern zu tun haben, die natürlich total motiviert sind und für ihre Idee brennen. Und diese Energie, die diese Unternehmen mit sich bringen, die überträgt sich auch total auf unser Team. Das heißt, auch wir sind sehr dynamisch, wir sind agil, wir sind immer am Puls der Zeit unterwegs. Das Team der OneCrowd zeichnet auf jeden Fall Offenheit aus, Neugier und Begeisterungsfähigkeit. Also auch wir wollen einen Beitrag leisten, einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation unserer Wirtschaft oder eben auch, um Lösungen voranzutreiben für die zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Und wir haben auch die Möglichkeit, eben genau dafür innovativen Ideen eine Bühne zu geben. Seit der Gründung bis heute ist unsere Motivation immer die gleiche geblieben. Wir möchten zum einen jungen Unternehmen die Möglichkeit geben, eine Finanzierung zu bekommen und zum anderen unseren Investorinnen und Investoren die Möglichkeit geben, in attraktive Finanzprodukte zu investieren. Dabei steht seit der Gründung bis heute das Thema Innovation und Nachhaltigkeit in unserem Fokus.